tausendstes Take ungefähr. Jo Leute, was geht? Heute gehen wir zum Guerilla-Kröstel. Wir sind näher von Lorenzkirche, also auch gar nicht so weit weg vom Hauptbahnhof. Das ist ein Foodtruck und aber auch ein Restaurant hier in Nürnberg. Der Foodtruck ist auch mal ein bisschen um Nürnberg. Wir haben den normalen Burgern auch einen Haufen vegane Burger. Mega lecker, war ich schon ein paar Mal. Wir treffen dann Mike, Swanti und Philipp dann vor Ort. Und ich versuche noch ein paar Aufnahmen von dem Weg dahin zu machen innerhalb Nürnbergs. Es ist immer noch mega ungewohnt, hier einfach zu filmen. Ich sterbe immer noch tausend Tote, wenn ich die Kamera irgendwo in der Innenstadt anmache und dann die Kamera quatsch. Eigentlich kann es ja vollkommen egal sein, aber es ist echt immer eine Riesenüberwindung. Aber es macht trotzdem irgendwie Spaß. Also einfach machen, einfach machen, einfach machen und einfach das Schamgefühl ablegen. Und jetzt filme ich noch so ein bisschen auf dem Weg dahin. Vielleicht. Also, dann bis gleich, gell? Das ist schon keiner winkt in die Kamera. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Hallo und herzlich willkommen, hier ist die Stimme aus dem Off. Der eine oder andere wird sich vielleicht fragen, warum meine Stimme aus dem Off? Ja, hat folgende Gründe. Beim Drehen in Restaurants ist mir, ich sag mal, folgendes Problem aufgefallen. Nämlich, dass manchmal lauter, manchmal leiser Musik läuft. Musik, die von YouTube nicht so gern gesehen ist, beziehungsweise der Algorithmus als Copyright flaggen würde. Deswegen gibt es manchmal einfach Szenen, wo ich einfach vielleicht dann drüber quatsche oder so. Aber prinzipiell geht es ja in den Restaurantvideos auch ums Restaurant und ums Essen. Also lassen wir uns davon gar nicht groß abhalten. Hier sieht man nämlich ein ziemlich cooles Feature vom Kröstel. Man kann nämlich einfach per QR-Code bestellen und dann einfach zum Beispiel mit PayPal bezahlen. Für jemanden wie mich, der grundsätzlich kein Bargeld dabei hat, bin ich schon immer froh, wenn ich mit EC-Karte zahlen kann. Aber via PayPal ist natürlich noch umso entspannter und vor allem, sind wir mal ehrlich, wir leben ja quasi noch in einer gewissen Pandemielage und auch da, wenn man nicht an den Tresen muss, zum Beispiel mal im Sommer draußen sitzen, einfach dann bestellen kann via Handy und es kommt einfach gebracht, ist ja auch ein ganzes Stück entspannter und reduziert ein bisschen die Kontakte. Also ich finde es eine gute Idee. Was? Das Gesicht ist bei mir am besten.
Guerilla Ghost war mega nice. Ist jetzt schon ein paar Tage her. Grund, warum ich nicht weitergefilmt habe, war, wie beim Veganell-Video zum Beispiel, dass mir der Akku leer gegangen ist von der Kamera. Das soll hoffentlich in Zukunft nicht mehr passieren. Und ich habe Ersatzakkus geordert. Ja, eigentlich ein bisschen schade, weil ich wollte eigentlich noch die, ich sag mal, Reviews, Reactions, wie auch immer, von den anderen auf Kamera festhalten. Und danach sind wir auch noch Bubble Tea trinken gegangen. Wäre natürlich auch perfekt gewesen, auf Kamera aufzunehmen. Aber wie gesagt, Kamera, Akku war leer und kann man nichts machen. An der Stelle möchte ich mich auch nochmal beim Guerilla-Göstl bedanken, dass es so super entspannt war, einfach nachzufragen, ob man da filmen darf. Und dann haben die gesagt, ja, also ich schreibe persönlich vorher die Restaurants einfach an. Und alle bis jetzt super unterstützend, mega supportive, alle mega positiv. Also finde ich mega klasse. Ja, jetzt aber noch kurz meine zwei Cents zum Guerilla. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie lange die schon vegane Produkte oder vegane Burger anbieten. Das war aber nicht immer so. Und ja, finde ich einfach mega nice, wenn sich dann ein Restaurant, das eigentlich in Hauptumsatz mit Fleisch machte, Gedanken macht und dann sagt, hey, wir können bestimmt auch geile vegane Produkte anbieten. Und wenn die Leute das dann annehmen, finde ich mega super. Man kann übrigens bei denen auch im Laden die Soßen und auch so wie den veganen Bacon Jam kaufen und mitnehmen. Wenn ihr mal in Nürnberg unterwegs seid, gerade in der Innenstadt, bietet es sich eigentlich sehr gut an, da mal vorbeizuschauen. Schaut auch gerne mal bei denen bei Social Media vorbei oder auf deren Homepage. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt gerne einen Kommentar, wo man als nächstes gerne essen gehen kann. Gerne in Nürnberg, gerne aber auch in irgendwelchen anderen Städten. Vorschläge werden immer gerne gesammelt und baldmöglich umgesetzt. Lasst ein Abo da und wenn ihr mich darüber hinaus unterstützen wollt, könnt ihr auch gerne bei Patreon vorbeischauen. Ich bedanke mich an der Stelle ganz herzlich fürs Zuschauen und haut rein.